Hallo Berlin, in diesem Video geht es um Funktionsgleichung und Nullstelle. Wir haben ja lineare Funktionen schon kennengelernt, was man dadurch versteht. Heute geht es um eine Funktionsgleichung, die etwas anders ausschaut als die wir vorher kennengelernt haben. Ihr erinnert euch, die hat eher so ausgeschaut. Y ist gleich 0,5 plus 0,5x zum Beispiel. Also mit einem Y ist gleich und einem x auf der anderen Seite. Wie bekommen wir jetzt diese eine Funktion auf die andere? Das funktioniert durch Äquivalenzumformung. Man bringt das also so weit hin und her oder tauscht es aus durch Äquivalenzumformungen, bis eben das dran steht, was da unten steht. Das sollt ihr jetzt selber machen. Ihr sollt quasi durch Äquivalenzumformungen selber drauf kommen, wie man auf diese Funktionsgleichung kommt. Und dazu müsst ihr jetzt bitte auf Pause drücken. Und weiter geht's in 3, 2, 1, 0. Ich zeige es euch, wie es geht. Man muss erstmal auf beiden Seiten minus 2y rechnen. Warum? Weil ich dieses 2y auf die linke Seite bringe, da wo das y dann stehen soll. Und weil ich das auf beiden Seiten mache, dann geht es auf der rechten Seite weg und auf der linken Seite entsteht ein x minus 2y. Jetzt muss ich doch das x auf die andere Seite bringen. Das soll ja hier stehen. Also muss ich auf beiden Seiten minus x rechnen. Da steht zwar kein Plus davor, aber das kann man sich ja denken, weil quasi im Plus einmal x dran steht. Also auf beiden Seiten minus x rechnen und dann fällt das x hier weg und auf der anderen Seite steht minus x. Problem ist jetzt, dass wir noch ein y hier stehen haben, aber noch einen Faktor davor. Dieses Mal ist es eine Multiplikation, also muss ich auf beiden Seiten noch geteilt durch minus 2 rechnen. Dann rechne ich minus 1 geteilt durch minus 2, das ergibt 0,5 plus 0,5 wohlgemerkt. Und minus x durch minus 2 ergibt plus 0,5x. Denn vor dem x steht nichts anderes wie ein Einser. Und wenn ich den durch 2 teile, kommt ein Halb raus oder eben 0,5. So kann ich also Funktionsgleichungen abändern, so dass es in der Form steht, wie wir sie kennen. Das alles nennt man eine Funktionsgleichung, das wisst ihr eigentlich schon. Und die kann man natürlich auch grafisch kenntlich machen. Man kann die auch anders nennen oder man sieht es in den Büchern auch manchmal anders. Manchmal steht statt y ist gleich auch f Doppelpunkt y. Das heißt nichts anderes als hier handelt es sich um eine Funktion mit der Gleichung Doppelpunkt und dann kommt die Funktionsgleichung. Manchmal steht auch f von x ist gleich. Das ist aber das gleiche, ob ich f von y oder f von x schreibe. Die gängige Variante ist die in der Mitte, weil da eben das y dabei steht. Das hat man dann hier weggelassen. Aber nur damit ihr euch auskennt, wie die Schreibweisen sonst noch stattfinden. Zeichnen kann man das. Ich habe da jetzt einfach zwei Punkte gesucht, Punkt 1,1 und Punkt 3,2. Ihr wisst ja noch, wie das geht. Ich setze einfach einen x-Wert ein und schaue, was für ein y-Wert rauskommt und das habe ich zweimal gemacht. Was kann man jetzt mit sowas noch machen? Man kann zum Beispiel die sogenannte Nullstelle bestimmen. Nullstelle heißt, man sucht den Wert, wo der Graph die x-Achse schneidet. Was passiert, wenn die x-Achse geschnitten wird? Dann ist der y-Wert doch gleich 0. Egal, wo er die schneidet, immer dort, wo dieser Punkt liegt, ist der y-Wert 0. Und wenn ich das weiß, dann kann ich doch für y 0 einsetzen. Und jetzt geht es so, wie wir es auch in den Übungen davor gehabt haben. Jetzt müssen wir nur noch nach x auflösen. Wir bringen also 0,5 auf die andere Seite. Wir befreien nach und nach das x. Dann steht dran, minus 0,5 ist gleich 0,5x. Dann muss ich noch den Vorfaktor wegteilen, geteilt durch 0,5. Und dann bleibt stehen, x ist gleich minus 1. In der Zeichnung haben wir das natürlich schon längst erkannt, dass die Nullstelle bei minus 1 ist. Aber hier habe ich es jetzt auch rechnerisch nachgewiesen. Manchmal kann man das eben nicht ablesen, weil es nicht direkt auf den Koordinaten oder auf ein Karo-Muster fällt, sodass man es nicht ablesen kann. Dann muss man es eben berechnen. Und jetzt habe ich eine Nullstelle. Diese Nullstelle ist für x gleich minus 1 und der y-Wert ist klar, der ist 0. Deswegen kann ich diesen Schnittpunkt oder diese Nullstelle auch so markieren. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass Funktionsgleichungen nicht immer so dranstehen, wie wir sie brauchen und wir sie deswegen äquivalent umformen müssen. Daran denken, man soll immer erst Strichäquivalenz und dann Punktäquivalenz machen. Und dann haben wir gelernt, was eine Nullstelle ist. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass der y-Wert an einer bestimmten Stelle gleich 0 ist. Tja, und dann kann man den Punkt bestimmen, an dem der Graph die x-Achse schneidet, die sogenannte Nullstelle. Das war's, jetzt geht's dann mit der Übung weiter.